Hallo, bei diesem Vlog seht ihr ein paar Einblicke im Stallleben im Winter. Am Ende des Videos werden wir auch wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Viel Spaß beim Video! Natürlich muss auch mal Spaß sein, also Schneeballschlacht. Zuerst Anna mit Opa, dann alle gegen Anna. Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Hier mache ich den Paddock wieder eisfrei. In letzter Zeit hat es sehr viel geschneit. Die Pferde verdichten den Schnee dann so stark, dass man ihn mit der Schaufel nicht mehr wegbekommt. Da muss dann ein Schaber ran. Wenn man das Wegmachen übersieht, hat man gleich eine sehr dicke Schicht auf dem Boden und kann gar nicht mehr gut sauber machen. Chili frisst da gerade den Heustaub vom Zusammenkehren im Heustadel. Da sind auch Heureste und Samen dabei. Das schmeckt. Wir nehmen das dann zum Einstreuen her, weil es super saugt. Hoffentlich wird nicht vorher alles weggefressen vom Boden. So sieht's bei uns immer nach dem Mittagsfüttern aus. Alle Damen stehen am Ballplatz und Chili frisst immer noch. Das ist fast jeden Tag so. Abends beim Ausmisten hat Chili so richtig den frischen Schnee genossen. Und da ist er auch schon wieder am Randalieren. Wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir heute ein wunderschönes Wetter. Chili ist gerade in der Sonne gedöst. Und ja, genau. Unsere Katze Stupsi genießt auch den Sonnenschein. Außerdem sind wir ständig am Schaufeln, um die wichtigsten Bereiche schneefrei zu halten. Die Pferde genießen das schöne Winterwetter. Heute gibt's wieder mal einen frischen Tannenbaum zum Knabbern. Anfangs muss ihn Amira immer noch verteidigen, doch dann knabbern alle zusammen, außer Chili, der ist lieber im Stall beim Heu.
Hier testet Chili den neuen Putzplatz in der neuen Holzhütte. Da können wir nun immer bei besonders miesen Wettern die Pferde putzen. Später kommt noch eine extra Notfallbox oder Gästebox hinein. Da gibt's dann aber ein ausführliches Video dazu. Die Leiter gespielt. Nicht, dass er über den Kopf drüber springt. Alina kümmert sich heute mal wieder um Gypsy, da ich immer noch ziemlich lange Homeschooling habe. Sie macht es richtig gut und Gypsy ist wieder sehr brav gewesen. Anna testet kurz die Geländegängigkeit von Chili. Er macht es echt toll und ist sehr trittsicher. Ein Geländepony halt. Nur recht oft können wir nicht auf den Hügel und die Wiese raus, weil unterm Schnee leider nichts gefroren ist und sonst viele Löcher in der Wiese entstehen. Alina fetzt dann auch noch mit Chili durch den Schnee. Das mag er immer besonders gern. Dann wird wieder gechillt am Reitplatz. Leider hat es am Abend voll zum Regnen begonnen, aber ich habe trotzdem noch ein bisschen Freiarbeit mit Gypsy gemacht. Wir waren zwar dann alle ziemlich nass, aber es war lustig mit Gypsy. Darf ich das?
In der Nähe vom Reitplatz geht eine Langlaufloipe vorbei. Da haben die Pferde immer was zum Schauen. Natürlich wäre ein weiteres Pferd zum Ausreiten für Kathi oder auch für andere Leute, zum Beispiel Sina, dass sie eben mit mir ausreiten gehen kann, ziemlich cool, aber momentan eben finanziell nicht möglich. Chili wird 3 bis 4 Mal in der Woche geritten. Sonst wird mit ihm Bodenarbeit gemacht. Und Gypsy wird ungefähr 1 Mal in der Woche geritten. Sonst wird mit ihr auch Bodenarbeit gemacht. Und sie liebt Spaziergänge im Gelände. Ja, die Pferde, also fangen wir mal an. Gypsy ist ungefähr 1 Meter groß. Chili ist ungefähr 1,40. Das heißt, also, wie wir ihn bekommen haben, war er ungefähr 1,38. Aber da er da erst 3 Jahre alt war, ist er noch ein bisschen gewachsen. Das heißt, er ist jetzt circa 1,40. Genau gemessen haben wir das nicht mehr. Ja, Amira ist ungefähr 1,50 groß, nicht ganz, glaube ich. Und Sarah ist auch in etwa 1,50. So genau weiß ich das jetzt nicht, da es jetzt nicht unsere Pferde sind, aber so in etwa. Anna ist 15 und ich bin 13. Wir machen eigentlich fast jeden Tag etwas mit den Pferden. Außer das Wetter ist ganz schlecht oder wir haben viel für die Schule zu tun. Wir machen jeden Tag etwas anderes mit den Pferden, damit sie Abwechslung haben. Auch wenn es leicht regnet, gehen wir mit den Pferden eine Runde spazieren. Es kommen manchmal kleinere Mädchen zum geführten Pony reiten. Wir haben auch noch ein größeres Mädchen, das Gypsy schon alleine reiten kann. Ich mache ja nur noch hauptsächlich Bodenarbeit mit Gypsy. Uns gehören Chili und Gypsy und Amira und Sarah sind 2 Einstellpferde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.